Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, ich höre mich ein bisschen komisch an. Ich habe mal wieder mit den Nasennebenhöhlen zu tun seit einigen Tagen. Ich hoffe, man hört es nicht ganz so schlimm. Ich werde jetzt ein Video erstellen für euch, also ein Vlog. Es gibt wieder einiges zu erzählen. Mein Freund und ich haben zum Beispiel den nächsten Urlaub gebucht, bin ich sehr, sehr glücklich drüber, oder wir besser gesagt. Es geht mittlerweile, glaube ich, zum vierten Mal zur Ostsee, meine zweite Heimat, wie ich immer so gerne sage. Die Ostsee liebe ich, seit ich klein bin, war unzählige Male schon dort und ja, irgendwie bin ich da, ich selbst und mega, mega glücklich immer und ich genieße die Zeit immer dort oben, also geht gar nicht anders. Und dann wollte ich noch erzählen, dass wir noch schön frühstücken waren jetzt am Wochenende bei Sonnenschein. Das Wetter war richtig, richtig Bombe. Dafür ist es jetzt umso wechselhafter. Genau, ja. Nachher kommt mein Freund auch wieder zu mir. Wir verbringen Ostern zusammen. Da freue ich mich auch ganz doll drauf. Mal schauen, wie es wird. Das Wetter soll leider nicht so toll sein. Wir wollten eigentlich auch zum Osterfeuer überraschen lassen. Mal schauen. Wir wollen dann nachher noch ein paar Erledigungen machen. Und ja, dann geht es auch weiter mit The Walking Dead. Wir schauen ja die Staffeln seit einigen Wochen. Und ja, ich glaube, bald sind wir bei Staffel 5 angelangt, glaube ich. Genau. Und ja, Ostern steht vor der Tür, wie gesagt. Ich habe heute am letzten Tag, also am letzten Arbeitstag, kleine Präsente erhalten, worüber ich mich wahnsinnig freue. Das versüßt mir total den Tag. In dem Sinne danke an die lieben Leute, die da an mich gedacht haben. Ich werde euch das mal kurz zeigen. Erstmal hier raus. Also ich habe, muss ich noch ins Wasser stellen, ich bin gerade von Arbeit gekommen, ein super süßes Sträußchen erhalten. Ich finde die so schön. Habe ich mich total gefreut. Wie ihr wisst, ich liebe Blumen, ich liebe Pflanzen. Genau, die kommen gleich ins Wasser. Dann noch von einem Kind ein Schokoladenlolli. Auch voll süß. Und dann noch dieses Gläschen mit dem Häschen drin. Ein Gläschen mit Häschen. Ein Häschen im Gläschen, ja, Wortspiele kann man damit machen. Frohe Ostern steht da drauf, ein bisschen Ostergras drin, voll süß. Und ein paar Smarties noch unten drin, total drollig. Dann habe ich noch dieses Überraschungstütchen erhalten. Mal schauen, was da drin ist. Ich habe noch nicht reingeschaut. Das werdet ihr jetzt gleich mit mir erfahren. Mal gucken. Oh, guck mal, einer schau. Noch ein Schokoladenlolli. Auch noch von derselben Firma. Sehr witzig. Allerdings mit weißer Schokolade dran, wie ich gerade sehe. Auch lecker. Was ist denn das? Frohe Ostern. Was da wohl drin ist? Vielleicht Schoki. Oh, da ist noch mehr Schoki in der Tüte. Oh, jetzt kriege ich die Hand nicht mehr raus. Noch ein bisschen Schoki. Und hier bestimmt auch. Mal sehen, ob ich recht habe. Das macht sich aber auch nicht so einfach mit einer Hand. Huch. Was ist das? Ja, was Süßes, aber kein Schoki. Oh, das fliegt gleich runter zum Beispiel die Schachtel. Ha! Eine kleine Osternascherei. Für zwischendurch. Na, sieht doch mal lecker aus, oder? Was meint ihr? Ich glaube, die halten nicht lange, die Sachen. Ja.
Ich bedanke mich erstmal jedenfalls soweit fürs Schauen. Und ihr dürft gern kommentieren, Fragen stellen, eine PN da lassen, meinen Kanal abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Und sage bis bald. Tschüss.